Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Kami Kenning und ich mache heute hier den weiter und ich will ihn ja am Ende pink lackieren. Ne? Das wird hier so das super Game-Mobil. Und dazu muss ich aber erstmal hier diese extrem rostigen männlichen Felgen runterreißen. So, das hier raus. Du kannst dich auch mal verpissen hier, du Lager, du Radbremsbacken raus. Radbremszylinder weg, die Radnabe rausgerissen einfach. Die Spurstange weg, die Zugstange weg. Hier, ach, das ist ja der Hobel, ey, wo das hier oben so kompliziert wird immer. So, hier machen wir mal erstmal die Schrauben los. So, den hätten wir schon mal. Dann ist hier hinten ja noch eine. Da ist sie. Kann man auch von vorne erreichen. Dann reißen wir die hier raus, die irgendwo mit der Karosserie anscheinend verschraubt sind. Und dann das hier. Hier das Lager raus. Achsschenkel geht noch nicht. Warum? Ach ja, weil hier das noch nicht ab ist. So, machen wir doch erstmal die U-Bolzen ab, oder wie die heißen, ne? Ah, ne, flexible Klammern heißen die ja. Und danach hier die Blattfeder. So, weg damit. Zack und zack. Zack. Hier rupen wir dann auch direkt den Reifen mit Felge runter. So, Abdeckung ab. Komm, hau rein. Muss das schneller da rausnehmen. Der macht das nicht so schnell, wie ich klicken kann. So, das Radlager da raus. Die Radnabe können wir schon rausnehmen. Dann die Backen. Dann den Zylinder. Dann den Achsschenkel geht nicht. Dann nehmen wir doch hier die Spurstange raus. Zugstange, das Ding raus. Den Bremszylinder ausgebaut. Das Gummiteil hier weggeprügelt. Und dann sind wir auch gleich schon leer hier vorne. Krass, ne? Da war wieder so eine geile Schraube. Ich liebe die. Die Twister-Schrauben. So, das Ding hier raus. Das Ding kann jetzt ab hier. So, dann den Stoßdämpfer weg. Hallo? Ach so, da oben ist noch eine. Ja, schön für euch. So, das hier raus, die Lagerbuchse da raus und das Teil raus. Dann ist der vorne schon mal komplett entkernt, ne? So, erstmal nehmen wir den Treibstofftank raus. Dann baue ich hier die Stützhalter ab. Ich gucke erstmal alles, was ich jetzt so abbauen kann, ohne... Geht nicht? Ohne die Räder abzubauen. Das geht nicht. So, erstmal das Ding hier. Muss ich wahrscheinlich eh lösen. So, dafür muss ich das Rad abnehmen. Och, Mann. Guck mal, der kleine Süße, der braucht auch nur 4 Schräubchen statt 5, ne? So, die Abdeckung ab. Dafür braucht er echt lange. Dafür, dass er so schnell schraubt, zieht er das echt sehr behutsam raus. Die Backen raus, auch hier der Zylinder raus. Die Radnabe raus, geht noch nicht, weil hier die Antriebswelle dran läuft, ne? Genau. Die ruppen wir auch mal raus. So. Wieso kann ich den da Domlager nicht rausmachen? Ach ja, da ist ja hier oben so ein dämlicher Ring drin, ne? Ja, danke. So, Feder, hier muss man erst die Feder rausmachen und dann den Stoßdämpfer lösen. Und bei anderen Autos ist es andersrum. Das ist so nervig. So. Das machen wir los. Ich weiß gar nicht, warum man immer das Freischwebende als letztes da hängen hat. Finde ich voll dumm eigentlich irgendwie. So, das Schwungradgehäuse reißen wir auch eben heraus. Auch die Ölwanne und uns ist es scheißlatten, egal ob hier alles dreckig wird, ne? Kümm ich mal. So, jetzt kann ich die Pleuel rausnehmen. Ah ne, erstmal mache ich jetzt das hier ab. Und hier muss irgendwo noch der Anlasser dran hängen. Und da ist er. So, der sieht ja auch richtig gut aus. Ist ja gar kein Metall mehr dran. Ach so, ja. Die Feder sieht auch richtig gut aus. Dann mache ich mal eben das noch, bevor ich den Motor mache. Aber für knapp 4 Minuten bin ich doch ganz gut in der Zeit, wa? Also so ein Auto kann man ja vielleicht mal schaffen in der Folge. Hier so eine simple Karre. Das ist mein neuer Ansporn. Das muss ich schaffen. So, das Ding raus. Den doofen Zylinder raus. Das raus. Die Feder raus. Das Teil raus. Geh mal weg. Ist da drüben schon der Nüppel raus? Ja. Das Rohr nehmen wir raus. Wieso kann ich denn die Radnabe noch nicht... Ach so, klar. Weil das Antriebswellengelenk, oder wie es hier heißt... Ah, guck mal, wieder Twister-Schrauben noch drin war. So, die Radnabe raus. Was hängt denn jetzt hier noch dran? Ach, hier, lol. Ja, ich habe gedacht, ich hätte direkt beide gemacht vorhin. So, das Ding raus. So, tale, das Ding weg. Jetzt können wir uns dem Getriebe widmen. So. Zack, zack. Okay. Die 6 Schräubchen noch gelöst und dann haben wir doch gleich schon mal fast alles weg hier. So. Okay.
kann ich dann schon den Motor rausnehmen? Ne, die Kurbelwelle, da muss ich jetzt oben hier erstmal die Zylinder rausnehmen. So, diesbezüglich, ja, lasse ich mal hier die Hebebühne herunter und gehe mal hier hinten hin. So, die ruppen wir raus. Die ruppen wir raus. So, und dann nehmen wir jetzt einfach, jetzt muss ich ihn wieder hochlassen, dann noch das Kurbelwellenlager und die Kurbelwelle entfernen und dann wieder runterlassen und den Motorblock entfernen. Geil. Okay. So. Kurbelwelle raus. Ach ja, Lager raus. Hier. Ach, scheiße. Kann vom Motorraum aus erreicht werden? Jetzt ernsthaft? Jetzt muss ich die Karre nochmal rauf und runter fahren? Hau mal rein. So schaffe ich das nie in einer Folge, ein Auto zu reparieren. Lass mich dran hier. So, Kurbelwelle raus. Vorderes Kurbelwellenlager und tschüss. So. Und jetzt muss ich ihn hochlassen. Die Kurbelwelle ausbauen, schade, man nicht machen kann, während er jetzt noch hochfährt. Aber ist auch geil, wie er aufgebockt ist, weil so bockt man nicht auf der Karosserie, ne? Könnt ihr schon mal merken. Was hängt denn jetzt da noch dran? Ach, hier hängt auch noch eins dran. Okay. Hab ich übersehen. Sorry. So, das haben wir weg. Die Kurbelwelle haben wir weg. Dann kann ich jetzt endlich das Scheißteil hier runterlassen. So. Na los. So. Und da haben wir ihn doch. Erstmal ab zur Werkbank. Da müssen wir erstmal die Ausbeute begutachten. So, okay, 69, 42, geil. Kaputt, Getriebe hat er geschafft, Felge hat er geschafft, Klammer auch. Ach, Gott sei Dank ist die Klammer nicht kaputt gegangen. Gott bewahre, ey. So, okay, Zylinderkopf hat er geschafft. Bitte nur Kleinteile kaputt machen, wäre geil. Ah, scheiße, das war ein schöner Deckel, aber ich glaube, der war nicht ganz so teuer. Ach, ich mach's spannend. So. Ich glaube, bisher geht er zielstrebig an ein paar teuren Sachen vorbei, muss ich ja mal sagen. Finde ich gut. Oh, naja, raus will ich natürlich nicht. So, das war schon mal gut. Kurbelwelle, Nockenwelle hat er, glaube ich, fast ganz durchrepariert. Und jetzt, was ich repariere, geht schon fast alles auf 100%. Das ist natürlich geil, ne? So. Okay. Komm, mach fertig jetzt hier. Nein, das war jetzt ein schlechter Streak. Oh Gott. Das war ein teurer Streak gerade. Komm, jetzt bitte nichts Teures mehr kaputt gehen. Das wäre extrem kacke so. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir da draus alles zusammengeschrümmelt kriegen. Ne? Aber erstmal gehe ich jetzt in mein Inventar und verkaufe den Schrott. Den richtigen Schrott halt. So. Oh, den Motor habe ich kaputt gemacht, ey. Oh. Ja, so wird das nichts, wenn er so viel kaputt macht dabei. 500 Euro, ja nice, damit sind wir dabei. So, Zylinderkopf, Zylinder. Der ist noch ganz. Benzinpumpe ist Arsch. So, Abgasanlage, Motor, nö, das gebe ich lieber so ein. Benzinpumpe, da haben wir sie, 60 Euro. Bauen wir ein. Zwei Schräubchen festgezogen, haben wir es schon fertig. Kaltluftrohr hat er restauriert, der feine Herr. Ja, die Nockenwelle habe ich auch zerlegt. Oh, was kommt jetzt wieder? Pass auf, Nockenwelle. Oh, das geht ja noch. Hm. Das war ja noch im Rahmen, sag ich mal, ne? So, Zündverteiler repariert. Ventilschaftdichtung habe ich eine repariert und habe keine mehr. Dann kaufe ich die doch mal. So, Ventilschaftdichtung. Eins, zwei, drei. Weil das ist eine andere. Das ist nämlich die Ölrohrabdeckung. Ja, so, gucken wir doch mal, ob er die auch repariert hat. Nein, Ölrohrabdeckung, da ist sie. So, da haben wir doch. Ventilschaft, kann ich alle vier neu kaufen? Eins, zwei, drei, vier. Ach so, ja, da hätte ich auch eigentlich die Ölrohr, oder gibt es halt gar nicht neu hier, doch eigentlich ja schon, ne? Ah, Ölrohr habe ich, aber warum hat er mir das nicht angezeigt, wenn ich Öl eingebe? Schon ein bisschen merkwürdig, ne? So, was haben wir denn hier? Den Zündverteiler. Den müssen wir neu nehmen. Ist ein Verschleißteil. Zündverteiler. Den hier. Hoffentlich ist der Deckel noch gut für 20 Euro. Ne, den könnten wir noch sparen. Ja, der ist natürlich... Wo ich jetzt sag, ist er natürlich kaputt. Ist klar, ne? Ist doch sowas von klar. So, hier kann ich jetzt erstmal nichts mehr machen, außer den Kraftstofffilter. Kraftstofffilter, so, den hätten wir. Da ist er. So, Gummipömpel kann ich nicht machen. Hier kann ich nichts mehr machen. Jetzt muss ich erstmal runter.
und erstmal da noch ein bisschen weiter bauen, ne? Also, dass ich den fertig kriege, sehe ich ehrlich gesagt nicht, aber mal gucken. So, Kurbelwelle. Oh, Kurbelwelle auch kaputt. Scheiße, ey. Ah, 90 Euro? Ja, günstig, ey. Da müssen die mir mal sagen, den Laden, wo sie das herkriegen, alles, ey. So, lassen wir nochmal runter. Ich hätte eigentlich jetzt auch erst die Reifen unmontieren können. Ich mir einmal rauf und runter lassen, gespart. Aber drauf geschissen. Was ist das denn hier? Das ist das vordere Kurbelwellenlager und das ist das hintere. Habe ich das? Hier wollte ich eigentlich gucken. Kurbel. Hinteres Kurbelwellenlager. Maluch. Und das vordere ist auch scheiße. Dann kann ich direkt beide kaufen. So, hinteres Kurbelwellenlager, vorderes Kurbelwellenlager. Okay. So, eigentlich kann ich ja schon die Pleuel reinpacken, ne? So, Pleuel. Zwei Stück hat er nur, ne? Zwei Zylinder. So, das ballern wir mal hier rein. Und dann können wir auch gleich schon von unten weitermachen. So, kleines Nockenwellenzahnrad habe ich natürlich auch nicht. So, kleines Nockenwellenzahnrad. Hauptsache, die sind in der Vorschau genauso groß, damit man auf jeden Fall das Falsche kauft, ne? Die Steuerkette. So, zack, haben wir dran. Nockenwellenzahnrad, scheiße. Nockenwellenzahnrad, Nockien. So, Nockenwellenzahnrad, da haben wir es doch. Auch das bauen wir mal ein. Wird schön mit vier Schräubkes fixiert. Dann sind wir ja vorne schon fertig. Steuergehäuse kommt drauf. Das schafft er irgendwie komischerweise immer zu reparieren, ne? Also, ist klar, ne? Weil wenn das undicht ist, ist auch kacke, so, ne? So, die Kurbelwellenriemenscheibe. Riemen nehme ich jetzt einfach mal. So, und den kann ich auch schon mal neu kaufen. Da weiß ich eh schon. So, das hier dran. Und den Kreiselölfilter. Der war es vorhin. Dieser Deckel, den ich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt hatte. So, Kreiselölfilter. 25 Euro. Also ganz so viel steckt man ja nicht hier rein. Selbst wenn man ein paar Teile kauft, ne? Also, das geht bisher eigentlich. So, den Zylinderkopf können wir auch schon mal drauf ballern. So, zack. Zwei Zündkerzen muss ich noch neu kaufen. So, oh, Vergaser nicht repariert, aber zumindest den Kipphebel und den Ventildeckel auch. Sehr, sehr gut. Der Vergaser, und was brauchte ich noch? Vergaser und Zündkerzen. Ne? Zündkerzchen. So, das machen wir mal schön zu hier. So, zack. Vergaser, Ellenbogen, Maluch und zweimal Abgaskrümmer, glaube ich. Aber gucken wir erstmal, ob wir die überhaupt brauchen, ne? So, das haben wir hier dran. Dann bauen wir jetzt wegen die Übersicht erstmal noch die Zündkerzen ein. Und von dem Abgaskrümmer habe ich nur einen, der andere ist Farace. So, dann holen wir uns doch mal den Abgaskrümmer. Guck mal, es sind auch noch zwei Sachen drin. Wie geil, bitte, ey. So, machen wir mal hier rein. Und dann können wir eigentlich... Oh, was ist das denn? Hintere Lüfterhaube. Wie ätzend. Lüfter. Hintere Lüfterhaube. Hoffentlich konnte er die vordere reparieren, ey. Das wäre schon übelst geil. So, die konnte er reparieren. Gut. Weil da hängt, glaube ich, auch der Venti. Obwohl, ne, der Venti ist irgendwo da drüber, ne? Obwohl, den braucht er ja gar nicht. Quatsch, was für ein Venti, der bin ich blöd. So. Hier dran, so. Jetzt kaufen wir Luftfilter, müssen wir natürlich auch noch kaufen. Luftfilter, zack. Machen wir einen neuen rein. Den habe ich nicht hier, den Gonzo. Machen wir mal hier drauf. Und die Klammern, wehe die. Ah, okay, hat er alle geschafft. Hier, der ferngesteuerte Mechaniker in dieser Werkstatt, ne? So, den Schalldämpfer war so klar. Dann gehen wir nochmal die umfangreiche Abgasanlage des Maluchs. Und bauen den ein, den wir kriegen, auch direkt ein, ne? So. Zack. Vier Schräubkes noch. So. Haben wir den noch auch schon mal drin. So, die Lichtmaschine habe ich auch kaputt repariert. Ja, wunderbar. So geht's ja nicht. So. Erstmal das hier rein. Zack, zack. Ma. Zack, zack, zack und zack. So. Das habe ich schon mal alles dran hier oben soweit, nicht? So, die Zündspule hat er auch repariert, wie man auch immer das macht. Und dann kann ich den ja jetzt hochlassen, den Hobel, und mal gucken, ob ich jetzt noch schnell, ob ich den noch fertig gekloppt kriege.
So, machen wir mal die Platte dran. Muss ich jetzt gucken, wie viel ich neu kaufen muss. Davon hängt es jetzt so ein bisschen ab. Bremsbacken brauche ich viermal, glaube ich, ne? Oh, ja, wenn ich so langsam tippe, dann wieder nichts. So, um Zeit zu sparen, muss ich jetzt halt riskieren, dass ich davon ein paar mehr habe. Oh, eine Trommel nur? Alles andere kaputt oder was? Das ist aber scheiße, so. Gut, die beiden unteren Querlenker hat er fertig gemacht und die auch wieder ganz sind. Guck mal, hier kann man den Treibstofftank reparieren auf einmal, ne? Naja, Fahrwerk, da brauchen wir schon mal den hinteren Stoßdämpfer zweimal. Den vorderen Stoßdämpfer zweimal. Wir nehmen die äußeren Zugstangen zweimal und die inneren Zugstangen zweimal, weil die kommen eh neu, ja? So, Antriebswellengelenk. Wo haben wir es? Hier ist es doch bestimmt auch irgendwo bei, ne? Antriebswellengelenk. Da brauche ich für die andere Seite auf jeden Fall auch noch eins. So, das habe ich dann gerade eben direkt gekauft, ne? Okay, Fahrwerk. Zweimal Federn. Die braucht man immer neu, weil die kann man eh nicht reparieren. Feder. Achso, der hat nur die gleichen. Das ist ja praktisch. So, die Gummipuffer. Die Analgummipuffer hier. Die schraube ich hier mal dran. Da hätten wir es. Eine Feder schrauben wir dran. Pufferring. Was haben wir denn hier noch? Das ist einmal dieser Pufferring. Und was ist das noch? Und wahrscheinlich dieser Pufferring-Sockel, ne? Kaufe ich jetzt einfach. So. Kaufe ich. Habe ich zu Recht auf Verdacht gekauft. War nämlich auch anscheinend ein Verschleißteil. Kann man nicht reparieren. Oder habe ich kaputt repariert. Eins von beiden muss es gewesen sein. Das ist hintere... Wo ist es? Hintere. Bremsbelagplatte. So. Die Radnabe. Hintere Radnabe. Maluch. Die ballern wir auch mal schnell da drauf. Den Radbremszylinder. Die backen da drauf. Eine Bremstrommel haben wir auch nicht. Bremse. Ah, scheiße. Hintere Bremstrommel. Ich habe jetzt eine vordere noch gekauft. Egal. Ich will das Ding ja noch vielleicht fertig kriegen, aber ich glaube, Leute, das schaffe ich in der normalen Folgenlänge nicht, ja. Und deshalb ist diese Folge länger, yeah, baby. Okay. Ich gebe aber trotzdem weiterhin Gas, natürlich, ne. So, den Gummipufferring. Jetzt machen wir mal alles richtig schön auf Hektik hier. So, die Abdeckung haben wir auch schön poliert. Was fehlt denn jetzt hier noch? Hier fehlt noch, Lagerbuchse. Wie viel habe ich denn? Ich habe eh zu viele. Lagerbuchse. Lagerbuchse. So, habe ich das jetzt auch zweimal gekauft. Ich habe nur einmal die Kasse gehört. Und wenn, dann will ich natürlich auch nur das hier so einbauen. Das Heißluftrohr haben wir. Das kann ich nur von oben machen. Die Ölwanne ist Autaco. Mache ich auch schon mal dran. Dann bin ich ja gleich schon von hier unten fertig. So, hier muss noch die andere Lagerbuchse rein. Hatte ich ja gesagt, ne? Und die kleine Lagerbuchse muss ich bestimmt eh auch neu nehmen vorne. Gehe ich fast von aus. So, wieso kann ich den jetzt auf dieser Seite hier... Ach ja, weil kein Stoßdämpfer dran ist. Noch nicht das Rad dran schrauben, wollte ich gerade sagen. Aber Fehler gefunden, ne? Ist so. Okay, lass mich mal hier dran. Hier kann man das Ding schön erkennen, was man einbauen muss. Und dann kann man auch schon das Rad dran kloppen. Und es scheint, ich habe eine Felge kaputt gemacht. Aber erstmal egal. Ich baue erstmal hinten die Gurke auf. So, die Achsschenkel haben wir beide repariert. Radnaben nur eine, einen Radbremszylinder habe ich nur. Die Backen habe ich zu Recht auf Verdacht gekauft. So, das Radnabenlager. Radnabenlager. Kaufen wir direkt zweimal neu. So. So, eine Radbremstrommel vorne. Gucken wir mal, wie viel ich davon noch neue habe. So, die Abdeckung drauf. Die Gummipuffer brauche ich auch neu. So, Gummi. So, wo sind die Gummipuffer? Da sind die Gummipuffer. Das ballern wir mal hier drauf. So, die Zahnstange ist ganz geblieben. Jawohl, die Zugstange habe ich schon gekauft. Die innere, die äußere auch. Boom, Baby. Dann bauen wir doch jetzt den Bremszylinder ein. So, und dann machen wir erstmal hier weiter. Schauen wir mal, wie es läuft. Das ist eine normale Lager... Hier sind noch zwei normale Lagerbuchsen drin. Wo sind denn dann die kleinen? Die habe ich noch nicht gefunden, dann, So, machen wir doch hier vorne schon mal den... Was ist das für ein Teil? Vorderer Querlenker. Gucken wir mal Fahrwerk. Der müsste eigentlich ganz unten sein. Vorderer Querlenker. Kaufen wir den doch schon mal neu, was? So, vordere Stoßdämpfer. Habe ich schon gekauft. Geplant, wie ich bin, ne? So, dann nehmen wir noch den vorderen Achsschenkelbolzen zweimal dazu. Haben wir den schon mal dran. Dann hätten wir das.
Ach, da ist die, das ist die kleine Lagerbuchse, krass. So, Lagerbuchse. So. Okay, habe ich noch eine gekauft gerade? Komme ich hier auch mal dran? Das ist so nervig einfach. Ich habe keine gekauft. Was, wie kann, konnte mir das nur passieren? So, da machen wir mal drauf hier. So. Die Blattfeder, ja, die sehe ich ein, dass ich die neu holen muss. Ne? Die ist ja auch irgendwann mal ausgewichst. So. So, die ballern wir hier hin. So, da dran, vier Schräubchen fest. Dass das so hält, ne? Flexible Klammer, hat er auch schön gesandstrahlt, dass die wieder wie neu aussieht. Ne, der repariert ja nichts. Der sandstrahlt halt nur, damit halt aussieht, als hätte er ein neues Teil eingebaut. So. Wäre geil, wenn man so eine Sandstrahlkabine kaufen könnte, um die Kunden zu betrügen. Das wird noch so das Next Level in das Spiel bringen. So, die andere Seite wartet noch auf mich. Vordere Radnabe, Fahrwerk, ist das hierbei? Ja, das war hierbei. Vordere Radnabe, die muss auch irgendwo hier unten sein. Wo ist sie denn? Ach ja, gebe ich lieber Radnabe ein. Ach ja, da ist sie doch. So, die schrauben wir dran. Dann machen wir das Lager neu, was wir schon gekauft haben. Ah, Bremszylinder. Das war das, was ich noch kaufen wollte vorhin, weil ich irgendwie so im Hinterkopf hatte, so ein bisschen. So, die Backen drauf, die ich schon gekauft habe. Die Trommel drauf, ja. Und der hat natürlich vorne wirklich beide repariert, ne? Ist klar, oder? So, die Abdeckung. Dann fehlt hier die innere Zugstange, die äußere Zugstange. Die machen wir mal dran. Der Gummipuffer, den ich ja schon gekauft habe. Und hier fehlt noch eine Lagerbuchse, die ich aber auch schon gekauft habe. Und den vorderen Querlenker, den ich auch schon gekauft habe. So, hier bauen wir mal das Teil ein, den Achsschenkel, oder wie das Teil hier heißt. So, ach ja, kleine Lagerbuchsen. Warum habe ich nicht direkt mehr gekauft? Zwei, so, mal, komm, hier eine rein. Da haben wir sie. Und hier noch eine dran. Dann haben wir doch auch das hier schon mal fertig. So, Stoßdämpfer vorne. Na komm schon. Boah, da muss man echt die... Alter. Jetzt wollen die mich ja wohl verarschen hier, ne? So, die Felge drauf. Was ist das denn? Ach, es gibt nur eine Felge für den Maluch. Das ist ja gut. Fahrwerk. Ist hier auch die Felge bei? Felge. Kann natürlich auch sein, dass sie die unter Karosserie ein... Boah, gehört die Felge zur Karosserie? Ich weiß gar nicht. So, habe ich alles fertig? Nö. Ich muss natürlich noch das Getriebe einbauen. Boah, krass, ey. So, das hintere Kurbelwellenlager habe ich ja schon. Ich hoffe mal, der hat einfach sehr viel repariert von dem Getriebe. Schwungrad muss ich neu nehmen. Schwungrad. Und ich gebe schon mal Kupplung ein, weil ich das dann eh gleich brauche. Vielleicht, wenn er die Sachen nicht geschafft hat zu reparieren, ne? Oder ich. So, die Kupplungsscheibe. Seht ihr? Ach, scheiße, habe ich die Druckplatte auch neu gekauft. Ich Idiot. Ach gut, hat er eh nicht geschafft. Hat er kaputt gemacht bei 58%. Dann kann ich auch alles neu nehmen, ne? Kupplungsdrucklager kann ich auch direkt hier kaufen. Da habe ich eine Menge Zeit durchgespart, da ich es gerade schon gemacht habe. So, das Getriebe ist gut. Zirk, zirk, zirk. So, den Anlasser können wir auch von hier unten dran schrauben. Da muss hier noch das Gehäuse dran. Das, was ich immer vergesse, weil es einfach so sinnlos aussieht hier in diesem Model. Dann kann jetzt hier die Antriebswelle dran. Da muss ich noch eine neue kaufen. Na komm. So, Antriebswelle, hintere Antriebswelle. Für die andere Seite natürlich, ne? Hier komme ich jetzt noch nicht dran. Hier muss ja noch die Welle rein. So, vergisst man auch mal leicht, weil das ja hier so ein Heckantriebler ist, ne? Okay, was brauche ich denn jetzt noch? Stützhalter. Ach so, Stützhalter sind ja... eigentlich von der Blattfeder hinten, ne? Oder? Ne, was sind denn bitte die Stützhalter? Ach ja, ich weiß, was die Stützhalter sind. Das kann ich euch sagen. Das sind nämlich die hier. Hallo? Ich will da dran. Die hier. Da sind die Stützhalter. Da muss ich noch einen neuen von kaufen. Hat er nicht geschafft, der Lappen, ey. So. Okay, Stütz. Halter, so, erstmal umdrehen hier ganz in Ruhe, ne, so, zirk, 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 zirk und zirk, das haben wir dran, da muss nur noch Thermostatgehäuse, Batterie und Zündkabel rein und dann ist der Hobel auch durch, ja, dann habe ich es geschafft.
So, eine Batterie. So, komm mal her. Batterie. Gibt's die hier nicht? Batterie? Die muss ich jetzt im normalen Teileladen kaufen, oder was? Ich glaube, das war so, ne? Das war die einzige... Hallo, darf ich mal hier irgendwo dran? Ja, die muss ich echt im Karosserieteilladen kaufen. So, Kofferraum zu vorne. Zündkabel sind natürlich nicht vorhanden. Ach Mann, ey. Zündkabel. Im Maluch-Teileladen soll ich natürlich nach Zündkabeln lieber gucken. Macht mehr Sinn. Weil ich dachte gerade so, was ist das denn für ein Motor? Stehe nicht. Das Thermostatgehäuse. So, 50 Euro. Ist ja auch ein Schnapper eigentlich, ne? Aber da kam jetzt bestimmt insgesamt schon ganz gut was zusammen, so, was ich doch dann ausgegeben habe. Jetzt lass mich doch an die Schraube hier dran. So, was fehlt denn jetzt noch? Nix mehr. 6.000 wert. Ich habe ihn für 1.000 gekauft. Ich fülle jetzt mal noch Öl auf. Ja, aber wie der Wagen dann in Pink aussieht, das zeige ich euch jetzt in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.